Dienstag, bin in Sottrum, fertig. Und jetzt muss ich, ich habe so eine dusselige Retourenpalette mit Bruchware, die muss zurück hier hoch nach Euthen zu einer großen Firma. Da war ich auch noch nie, also wie ein neuer Kunde. Gestern Chips geladen, kannte ich nicht. Heute fahre nach Euthen auf der A1 kurz vor Bremen. Freunde, das sind so Dosen mit so Eintöpfen drauf und sowas und ja, einfach nur auf die Palette draufgeschmissen, Stretchfolie drum rum und unten ist sie schön und oben ist sie, es sieht so aus wie so ein geplatzter, keine Ahnung, Kopf aus einem Horrorfilm oder sowas. Und ja, jetzt habe ich diese ein bisschen mit so 1, 2, 3, 4 Paletten, habe ich die umzingelt. Ja, jetzt will ich mal hoffen, dass das bis Euthen reicht. 18 Kilometer müssen die Eintöpfe mir da hinten mal ein bisschen wohlgesonnen sein. Was dann da in Euthen ist, wenn sie vom LKW runter sind, ist mir egal. Gewerbepark Euthen, Rudolf-Diesel-Straße, Euthen Süd. Ja. Okay. Ach, das gibt's doch nicht. Die la la la. Von der Autobahn 3 Kilometer weg, aber du brauchst 4 Stunden, um dahin zu kommen, die ganzen Ampeln hier. Na! Oh Mann, ey! Hier möchte keine Blinkerbirne sein. Der, an, aus, an, aus, an, aha. Guck mal, wenn die Fahrer um die Ecke geschossen kommt. Kilometer geradeaus. Jawohl. Ich sehe schon, wir hätten an der ersten Ampel auch geradeaus fahren können. Wären wir auch dahin gekommen. Na egal. Das war schon mal gut. Der kommt mir entgegen. Dann sind wir gar nicht so verkehrt. Euthen Nord, Euthen Süd. Euthen, 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 Euthen. Weil sie am Arsch lecken, du Ampel. Ich fahre sowieso jetzt hier nach rechts. Du kannst rot werden. Es ist mir scheißegal. Ja, da war sie wieder, meine Kinderstube. Nicht. So. Nächste links. Ja, genau da, wo du herkommst, will ich hin. Seht ihr, er fährt nämlich auch noch da. Also ich hätte. Egal. So. So. Ich denke mal, das ist jetzt. Ja, wo denn jetzt? Hier? What? Ich glaube, ich bin falsch gefahren.
müsste mich, glaube ich, da oben anmelden. Scheiße. Mhm. Sehen wir hier, fahren wir raus. Gucken wir mal. Bin zum ersten Mal hier. Ist immer schön, wenn man quasi in die Straße reinfährt und dann erst ein Schild sieht, wo man hin muss. Na egal. Wahrscheinlich waren wir hier doch richtig und da sind wir falsch. Wir kommen ja gar nicht rum. Ach, leck mich am Arsch. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ich komme hier nicht rum. Och, Freunde. Kompf. Was zuerst? Ja. Alter, wo muss ich mich denn hier melden bei Nagel? Alter, wo ist denn hier? Anmeldung, Abfertigung? Puh, ich hab keinen Plan. Naja, hier die. Naja, hier für Dings hier, für Nagel. Und. Ja, ja, acht Kartons habe ich mit. Ne, ich muss hier erstmal. Nee, war ich schon. Moment. Schrift rausknibbeln, knüppeln hier so 32. 16. 10. 15. Wie Lotto hier, 45. Also, Rauenheim zuerst sein. Alles klar. Jo, tschüss. So, das haben wir. Wo muss ich mich hier anmelden, Alter? Ist das hier Nagel? Ist das Nagel? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ach. Jo, die Konserven waren lieb. Alle stehen geblieben. Alles abgeladen. Jetzt geht's nach Bremen. Da laden wir einmal für Rauenheim, einmal für Hummeln. Und dann geht's nach Hause. 31 Kilometer. Alles im Rahmen. 9.50 Uhr Ankunft geplant. Ja, mal gucken, ob alles fertig ist, meine Ware. Laden. Naja, 9.50 Uhr. Ich denke mal so 11, halb 12 da oben weg. Grob geschätzt. Oder großzügig geschätzt. Ja. Und dann nach Hause. Also Feierabend schätze ich mal so wie gestern. 15:30 rum. Puh, ja. Ja, es hat heute alles ein bisschen in Sottrum ein bisschen länger gedauert. Normalerweise kommt man da hin, anmelden, Tor, abladen. Tja, aber irgendwie. Ich dachte ja erst, der Auflieger war noch gar nicht richtig voll. Da dachte ich, oh, das geht ja schnell heute hin. In Sottrum, aber waren halt viele Paletten aufeinander gestapelt und die wollen es alle, dass man die flach hinstellt, also jede Palette mit der Stapelameise runternehmen. Dann brauchst du halt dementsprechend viel Platz und Zeit und ja. Fahr ich da erst um, wann waren wir fertig? Viertel vor acht? Halb acht, Viertel vor acht? Also eine Stunde länger wie sonst üblich. Naja, egal. Dann fahren wir da erstmal hin. Na, wie sagt mir, ja, eine Stunde 20 Minuten Stau voraus. Ja, das wäre es jetzt gewesen, Falco. Nee, eine Minute 20 irgendwo bei Bremen. Ach, ich, das ist hier, der Stau ist ja auf der A27. Oh, fahre ich ja genau rein.
Aha. Aha, aha. Jetzt fahren wir nach rechts. Der ganze Wind kommt gerade von vorne. Gleich kommt er von links und ich bin komplett leer, Alter. Das wird ja auch lustig werden da oben auf der. Ach, nee, 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 nee. Aber da stehen sie, da ist gar kein Stau. Ach nee, da sind sie, die runterfahren auf die A1. Ach so. Ah. Ah, ah. Dann habe ich auch vorher einen Stau. Wann kommt das noch? In 1,9 Kilometern, sagt er mir. 3 Minuten Verzögerung. Ah, da oben ist schon die Reklame, würde ich gerade sagen. Da ist die Reklame an. Stau oder Rettungsgasse oder. Erstmal ganz wichtig, Überholverbot für LKWs. Hier ist aber nichts. Laut Navi soll ich voll drin stehen. Aber. Ach, zu früh gefreut. Aber es steht ja zum Glück nicht. Es rollt ja so langsam dahin. 30. Und da sind wir in Bremen am Ziel. Über den Hof schlendern. Einmal, oh, oh, die Türen sind auch schon offen bei dem. Da halte ich Abstand. Wenn so eine Metalltür mal so eine Windböe kriegt und dann. So, Schlaglöcher hier mal geschickt ausweichen. Oh, wir verfolgen mal den Volvo da mit dem Container. Oh, der muss da auch hin, wo ich hin will. Muss, darf. Oh, hier Sturmschäden. Was liegt denn hier? Styropor? Ja, nee, es fliegt. Bleibt, fliegt mir nicht von LKW. Auch wenn es nur Styropor ist. Aber das muss nicht sein. So, wie voll haben wir es hier? Och du, das geht. Ein LKW am Tor. Mehr nicht. Mehr nicht? Mehr Zaun, blub, Wind. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ja. So, ich bin jetzt mal ganz kacken draus und bleib hier einfach mal im Weg stehen. So. Anmelden. Machen wir das mal. Melden wir uns mal an. Fertig und sackschwer geladen, Alter. 38 Paletten. Los geht's. Ach, knüppelvoll das Ding. Aber ist ganz gut. Wegen dem Wind. So. Es ist gerade kein Wind. Schnell zumachen. Guckt. Knüppel voll die Bude. Ding. 14:28, wusste das Kennzeichen nicht. Ja, 11 Uhr. Haben wir's. Hätte mit. Ich hab gesagt, das dauert länger, ne? So, reiten wir, buff, mal vom Hof.
So, vorher trage ich mal schnell das Kennzeichen ein, bevor ich es vergesse. Auf den Frachtbrief. Briefen. Ach komm. 1428. 14. Der Wind. 28. Damit, weil ich stelle, oder mein Kollege stellt den Aufleger ja in der Firma ab, damit dann die Disponenten und der andere Fahrer, der das Zeug ausfährt, weiß, auf welchem Aufleger es ist. Weil sonst wird es ein munteres Rätsel raten oder raten auf dem Hof. So, aus dieser Kutte raus, hier aus dieser leuchtenden. Und dann, juppdi-dudi, juppdi-dudi. Oh, was ist denn da los? Fährt Stau oder was? A27, rechte Spur gesperrt. Tittem! Da geht's schon los. Da geht's schon los. Oh, Freunde. Ja. Also jetzt wird es der Wind natürlich ein bisschen schwerer haben, mich umzupusten. Du! Ah ja, hat mein Kollege ja nachher wieder schön. Ach du Scheiße, was ist hier los? Ich laufe hier die Schranke richtig hoch. Ah, sie geht hoch. Er lag auf dem Boden. Einbahnstraße? Oh, ich muss ja pinkeln. Es. Na komm, Actros. Oh Gott, jetzt sag ich schon Actros. Ja, weil er nicht fahren will. Da kommt nichts. Und da kann nichts kommen, weil hier ist komischerweise alles Einbahnstraßensystem hier in Bremen. So. Ja. Dienstag auch erledigt. Sehen wir uns. Frisch, fromm, fröhlich, frei, mit vielleicht hoffentlich guter Laune. Morgen wieder nach dem Cut für euch. Guten Morgen, es ist Mittwoch, ich bin auf dem Autohof und laut HNA, Zeitung, online und so, soll die Autobahn A7 zwischen Echte und Seesen ab gestern 20 Uhr bis heute Morgen 6 Uhr voll gesperrt sein. Fleetboard, Handy, Radio, habe ich noch nicht gehört, habe ich verpasst gerade, Verkehrsfunk, ist nix. Kollege fährt schon B3, also von Nordheim bis nach Pattensen-Laatzen, und das werde ich wohl auch so machen, weil, wie gesagt, Handy und Navi sagt nix, aber ihr wisst, mein Glück, ich fahre drauf und ich stehe echt wie im Stau. Und wie gesagt, hier B3 über Einbeck-Alfeld. Und so, das sind 15 Minuten länger und die habe ich Masse, weil wir haben es jetzt 2.09 Uhr. Ich muss erst um 6 Uhr an Stelle sein. 4 Stunden fahren durch 2,5. Immer ein bisschen mehr Zeit einkalkuliert ist ja normal, dass man das macht. Gerade bei dem Wetter hier, Stau, Schneefall hatten wir eben gerade und sowas. Deswegen juckel ich mal ein bisschen eher los. Ich fahre jetzt mal entspannt. Oh, die B3 hoch. Dann lade ich ab und dann Firma anrufen und dann gucken, was es gibt. Hier, sag mal, Andreas, bist du heute Nacht Autobahn gefahren? Nee, ich war der einzige Dummkopf, der B3 gefahren ist. Kannst aber die Autobahn fahren, die ist komplett frei. Ehrlich? Naja, da ist gar nichts. Ja, bei Mütze ist nämlich auch gerade B3 gefahren. Berichte da. Wer? Mütze. Ist auch B3 gefahren. Ja. Woher weißt du denn das, dass sie frei ist? Okay. Alles nix. Naja, weil laut HNA und so, soll ja gesperrt sein, ne? Das war die letzten paar Male auch schon. Ich ärgere mich sowas. Fahre hier durch Eis und Schnee. Oh. Immer noch zu spät. Ja, ja. Oh. Okay. War die Ampel jetzt grün? Na egal, ist mir rübergefahren. Nee, die war grün, ja. Mein Gott.